Die Handlungen des Herzens, die ich als abstrakte, herzliche Handlungen bezeichne, sind in der Realität, wenn man das jetzt in Bezug auf die Priorität vergleicht, haben sie eine höhere Priorität als die Handlungen, die motorischen, körperlichen Handlungen, denn die Handlungen des Herzens, diese abstrakten Handlungen, sind ein Fundament und sind eine Grundlage für die körperlichen, motorischen Handlungen. Und diese Dualität des Islams, das heißt die Einteilung, ich meine mit dieser Dualität eben diese Einteilung in körperliche Handlungen und herzliche oder abstrakte Handlungen des Herzens, die sehen wir immer wieder. Und auch die enorme Priorität des inneren Organs. Und dass dieses innere Organ, dieser innere Aspekt des Iman, das Grundfundament ist und eine Voraussetzung für die, für den funktionierenden Körper, also das Äußere. Allah Ta'ala sagt, in diesem Vers ist eine Anspielung darauf, er sagt, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. Das bedeutet so viel, weder ihr Fleisch, also von den Opfertieren, die ihr opfert, weder ihr Fleisch noch ihr Blut, weder ihr Fleisch noch ihr Blut gelangt zu Allah. Aber eure Taqwa gelangt zu ihm. Fleisch und Blut. Ein Ausdruck für eine körperlich-motorische Handlung, das Opfern von den Opfertieren beim Hajj oder sonst wo. Allah Ta'ala sagt, diese erreichen Allah nicht, aber die Taqwa erreicht ihn. Und die Taqwa ist etwas Innerliches. Es ist eine Gesinnung, eine Einstellung, ein Bewusstsein, eine bestimmte Wahrnehmung. Aus ihr zeitigen sich natürlich Handlungen. Und auch im Hadith von Jibril sehen wir diese Einteilung übrigens, dass der Hadith von Jibril, in dem er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und ihn fragte über den Iman und den Islam und den Ihsan. Wir sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dort den Iman als innere Überzeugungen deklarierte, während er den Islam als äußerliche Handlungen bezeichnete. Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah, er spricht über diese inneren Aspekte, diese abstrakten Handlungen und sagt, hier min usul al-Iman wa qawa'id al-Din. Diese inneren Handlungen sind das Fundament des Iman und die Grundpfeiler des Dins. Und er sagte auch, Asluddin fil haqiqa hiya al-umurul batina. Asluddin fil haqiqa hiya al-umurul batina. Min al-ulumi wal-a'mal. Das Kernfundament des Din, der Asluddin, sind in Wahrheit die inneren Elemente. Die inneren Elemente, und dann sagt er, min al-ulumi wal-a'mal. Also seien es Erkenntnisse oder Handlungen. Die äußeren Handlungen sind ineffizient ohne die inneren Aspekte. Aber Vorsicht hier vor einem Trugschluss. Und zwar, der innere Iman hat äußere Konsequenzen. Der innere Iman hat zwangsläufig äußere Konsequenzen. Ein vermeintlicher innere Iman ohne äußerliche Konsequenzen ist nur eine Illusion, ist in der Scharia wertlos, ist in der Realität schariatisch kein Iman. Linguistisch vielleicht ja, aber in der terminologischen Definition des Iman ist eben die Komponente Handlung ein Bestandteil des Imans, der nicht fehlen darf. Keine Auswirkung dieses vermeintlichen inneren Imans auf das Tun, auf das Wirken, das Lassen, den Charakter, die Lebenseinstellung
das ist eine Illusion, das hat in der Scharia keine Realität. Und daher diese Aussage, die man seltsamerweise auch in der islamischen Community immer wieder mal hört, die besagt, solange man ein gutes Herz hat, ist alles gut. Hauptsache, man hat ein gutes, sauberes Herz. Diese Aussage, auch wenn sie sich harmlos anhören mag oder irgendwie in einer gewissen Weise ästhetisch klingt, denn viele Parolen meiner Meinung nach, die extrem diffus sind, ungenau sind, klingen oft schön und verleiten Menschen, sich diesen Parolen und Slogans sich ihrer anzunehmen, weil sie in einer gewissen Weise schön klingen, aber meistens sehr ungenau sind. Also was genau dazu zählt, was genau dazu gehört, ist manchmal gar nicht so bewusst. Aber auch diese Aussage, die vielleicht harmlos wirkt, ist ein fataler, ein schwerwiegender Fehler, ein schwerwiegender Verständnisfehler. Diese Aussage steht in Kontroverse mit der Realität, mit der Beschaffenheit und Definition des Iman in der islamischen Perspektive. Wenn das irgendjemand anderer sagt, ist das seine Sache und sein Ding, aber so etwas darf und kann ein Muslim nicht sagen. Wie kann es sein, dass man ein Mensch mit einem Herz eines Engels ist, einem klaren, reinem Herzen, gutem Herzen, man in seinen Handlungen und Aussagen aber extrem korrupt ist, verdorben ist, frevlerisch ist, verlogen ist, betrügerisch? Oder ist es nur so, dass man ein gutes Herz hat, solange man zum Menschen, mit einem Menschen ein Verhältnis pflegt, das in Ordnung ist, aber mit Allah Ta'ala ein Verhältnis, ein diametral entgegengesetztes Verhältnis pflegt von dem, was er eigentlich von dem Menschen will? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, den Hadith habe ich im ersten Vortrag schon mal erwähnt, aber das hat jetzt einen Bezug hierzu. Im Körper gibt es etwas, wenn es in Ordnung ist, ist der ganze Körper in Ordnung. Und wenn es verdorben ist, ist der ganze Körper verdorben. Das heißt, und er nannte es, er sagte, es ist das Herz. Das heißt, ein gutes Herz hat auch entsprechende Handlungen zur Folge. Und umgekehrt ist ein unakzeptables Auftreten, unakzeptable Handlungen, frevlerisches Handeln, ein Beweis für ein entsprechendes Herz, umgekehrt halt. Und es ist wichtig, diese Aspekte hier zu erwähnen, da die Muslime in Deutschland ein extrem oberflächliches Religionsbild vorgepredigt bekommen haben.